Okay, also heute drehe ich an einem Glücksrad voller Minecraft-Mobs und erstelle dadurch 5 komplett neue Random-Mobs. Dafür modelliere ich die ersten 2 Mobs komplett neu zusammen und der dritte gibt die Fähigkeit vor, die mein neuer Mob bekommen wird. Wenn dir dieses neue Format gefällt, dann lass unbedingt ein Like da. Bei 20.000 Likes auf das Video erstelle ich neue Mobs, die sich andere YouTuber in Minecraft wünschen. Und abonniere jetzt bitte unbedingt noch meinen Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast, damit ich dieses Jahr noch die 1 Million Abos schaffe. Wie du das Texture-Pack bekommst, was ich in diesem als auch im letzten Video erstellt habe, das erfährst du am Ende. Also schau unbedingt das ganze Video für den Algorithmus und so. Schau auch gerne in meinem Badland-Shop vorbei, da gibt es meine neuen Yin-Yang Cosmetics und auch viele andere coole Sachen. Und über den Link in der Videobeschreibung bekommst du nochmal 10% Rabatt auf alles. Jetzt aber viel Spaß mit dem Video. Oh, aber wer ist das denn? Minecraft Speedrunner Dream, was machst du denn hier? Hallo Enko Ermann, mir ist langweilig und ich würde gerne mal was anderes außer Minecraft spielen. Hast du eine Idee, was ich machen kann? Gut, dass du fragst. Ich habe da was für dich. GXC ist die eigene Spieleplattform im beliebten Gaming-Browser Opera GX. Opera benutze ich eh schon immer, weshalb ich es sehr nice finde, dass sie in diesem Browser nun hunderte von eigenen Minispielen kostenlos anbieten. Hier findest du die Spiele von erfahrenen Entwicklern, aber auch von kleineren Creatoren, die ihre Spiele dort ganz einfach veröffentlichen können. Die Auswahl an Spielen ist deswegen extrem groß und dadurch, dass man easy nach etlichen Kategorien und Challenges filtern kann, ist wirklich für jeden etwas dabei. Meine Top 3 Spiele sind Silly Skateboarding, no joke, ich war noch nie so mad wegen einem Spiel, aber es ist auch sehr lustig und macht ultrasüchtig nach einer Weile. Das nächste ist Photon Storm. Ich habe zwar keine Ahnung, ob das physikalisch alles richtig ist, was da so abgeht, aber es hat trotzdem ein sehr cooles Gameplay. Und mein absoluter Favorit, Life in a Static. Dabei spielt man in einer Silhouettenwelt diesen kleinen Geist hier. Oh. Und man kann jederzeit die Zeit stoppen und sich so einen Vorteil im Jump'n'Run verschaffen. Das ist no joke ein richtig nice Game und ich habe es echt lang gespielt. Ja, und da merke ich gerade, dass es nicht so sinnvoll war, die Zeit anzuhalten. Du siehst schon, es lohnt sich, den Browser mal genau anzuschauen, also lad dir den ganz einfach über den Link in der Videobeschreibung runter und viel Spaß beim Testen der ganzen Spiele. Okay, ich habe hier einmal dieses Glücksrad mit allen Minecraft-Mobs, die es gibt. Und jetzt werden wir das Ganze dreimal drehen jeweils. Der erste Mob wird praktisch die Basis sein, auf dem das Ganze basiert. Von dem zweiten Mob, der dann ausgewählt wird, kommen spezielle Details dazu, die den Mob ausmachen. Zum Beispiel beim Chicken halt den Schnabel oder die Flügel. Und der dritte Mob, der dann ausgewählt wird, dessen Features und Fähigkeiten werden dann auf den neu erstellten Mob übertragen. Heißt zum Beispiel bei einem Elder Guardian, der kann dann so schwimmen und diesen Strahl schießen. Und die drei Mobs ergeben dann zusammengewürfelt einen ganz neuen Mob. Okay, dann würde ich mal sagen, schauen wir uns an, was der erste Mob sein wird. Oh, ein Fuchs, also alles klar, die Basis wird also ein Fuchs sein. Ich entferne jetzt den Fuchs auch von diesem Rad, dass er nicht nochmal vorkommt und wir möglichst viele verschiedene Kombinationen bekommen. So, und jetzt schauen wir uns den zweiten Mob an, denn der Fuchs wird gepaart mit einem... oder einer Hexe. Okay, alles klar. Dann haben wir jetzt schon mal den Hexenfuchs und dieser neue Mob bekommt die Fähigkeiten von... einem Slime. Ich weiß jetzt noch nicht so richtig, wie man das umsetzen soll. Also mein erster Gedanke war, wenn man den Fuchs dann so hittet und man praktisch dann 2 davon hat. Mal schauen, irgendwas lassen wir uns einfallen. Wir werden jetzt einfach mal drauf los basteln und hier eine geile Kombination rausmachen. Okay, was wollen wir von der Hexe übernehmen? Save den Hut, die Nase. Die Nase ist geil. Ja, und dann mal schauen, was noch. So, kopieren wir mal den Hasen oder sollte ich besser sagen, den Hut. Und dann pasten wir das. Pam! Und jetzt, wenn ich Enter drücke, yo, da ist der Hut, aber der sieht irgendwie verbuggt aus. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Okay, wir ziehen den ganzen Hut mal nach unten auf den Kopf drauf. Okay, okay, was holen wir noch von der Hexe? Die Nase wollten wir holen. Dafür müssen wir aber erstmal die Nase vom Fuchs wegmachen. Weg mit dir. An irgendwas erinnert mich der gerade. An Thaddäus, oder? Auch mit dem Blick. Okay, was können wir noch übernehmen von der Hexe? Monopower. Judy. Wir verunstalten den armen Fuchs. So, wie weit ziehen wir die Monopower? So hier? Oh mein Gott, es sieht grauenhaft aus. Aber ist irgendwie auch geil. Okay, okay, okay. Was haben wir noch? Ich hätte halt Bock, irgendwie so noch diesen Anzug irgendwie dem Fuchs zu geben. Okay, okay, alles klar. Hier noch den Schwanz. Okay, wir machen hinten noch beim Schwanz ein bisschen was. Und dann vielleicht bei den Beinen, dass das wie so runterhängt. Jetzt fehlt nur noch hier hinten an seinem Hinterteil die Jacke. Ich würde sagen, die machen wir auch noch schnell. Und dann kümmern wir uns um den Besen. Aber da müsst, also das müsst ihr sagen, also mein Chat, ob ihr das geil findet, die Idee. Mach den Schwanz vom Fuchs zu den Bürsten von dem Besen. Ganz genau das war meine Idee. Aber ich weiß nicht, ob das ein bisschen bestialisch ist, wenn wir jetzt einfach hier den Schwanz nehmen würden. Dann setzen wir den Schwanz so nach unten und das ist halt so die Bürste von dem Besen. Dann machen wir hier so einen Stiel dran und der sitzt halt einfach so drauf auf seinem Schwanz eigentlich. Aber es ist eigentlich lustig. Das würde auch passen, deswegen wir machen das.
Ja gut, sind wir fertig, oder? Das mit dem Schwanz wird in-game absolut nicht funktionieren. Ich habe absolut keine Hoffnung, dass das gut aussehen wird oder dass der sich richtig bewegen wird. Aber vom Design an sich, absolut geil. 10 aus 10, Fuchs. Ja, aber ich würde sagen, wir schauen uns den mal in-game an. Okay, wir haben gerade den Fuchs mit der Hexe kombiniert. Und jetzt schauen wir uns an, wie das Ganze aussieht in-game mit der Fähigkeit von dem Slime zusammen. Okay, und so sieht der Fuchs gepaart mit der Hexe in-game aus. Ich muss sagen, er sieht extrem nice aus. Vielleicht das beste Modell, was ich bis jetzt gemacht habe. Es passt alles eigentlich perfekt zusammen. Sehr cute Idee, auch mit dem Hexenwesen, dass es einfach sein Schwanz ist. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal an, was noch seine Fähigkeit ist. Denn er hat jetzt ja noch die Kombination mit dem Slime bekommen. Und groß Dankeschön an Miraclix. Der hat mir da ein bisschen was gecodet. Und das schauen wir uns an. Okay, hier haben wir nochmal die Kombination aus Fuchs und Hexe. Plus er hat Fähigkeiten von einem Slime bekommen. Und wie das aussieht, das schauen wir uns jetzt an. Also er greift uns auch die ganze Zeit an. Das ist schon mal gut. Und er haut auch immer wieder ab, weil er intelligent ist. Und was ist jetzt, wenn wir ihn schlagen? Okay, gleich ist es soweit. Passt auf, passt auf, passt auf. Und jetzt hat er sich aufgeteilt in zwei Füchse. Weil Slimes machen das ja auch, ne? Die teilen sich so auf. Und wenn wir jetzt weiter draufhauen, dann teilt er sich nochmal in so Mini-Füchse. Wie halt auch diese Mini-Slimes. Okay, warum springen die so? Hä, wie hoch springen die? Ist das normal? Na jedenfalls können die sich so aufteilen, das ist ziemlich cool. Und das ist unser neuer Mob. Okay, das war auf jeden Fall die erste Kombination. Sehr geil, finde ich persönlich. Und jetzt machen wir weiter mit dem nächsten. Okay, der Mob wird zum einen bestehen aus einem oder einer. Oh, einer Biene. Okay, interessant. Und zum anderen aus einer Vex. Okay, man könnte mir jetzt vorwerfen, dass das absolut gescriptet ist, weil Biene und Vex sind ja schon ziemlich ähnlich in ihrem Aufbau und was sie so tun, also die fliegen ja beide so rum, aber ist es natürlich nicht. Ich fake meine Videos nie. Also wirklich, das ist gerade so passiert, wie es passiert ist. Okay, aber was bekommt unsere Biene für eine Fähigkeit? Das ist jetzt das Wichtigste. Endermite. Was macht nochmal eine Endermite? Die kommt einfach aus Enderperlen raus, wenn man sie wirft. Und dann können die sich auch noch so teleportieren. Na gut, okay. Das ist auf jeden Fall die krankeste Combo bis jetzt. Die werden wir jetzt gleich mal umsetzen. Also wir haben jetzt hier die Biene und darauf adden wir ein paar Dinge von einer Vex. Jetzt halt die Frage, was macht so eine Vex aus? Save die Flügel auf jeden Fall. Dann hätte ich noch sowas gedacht wie, wir können so ein bisschen Gesicht übernehmen. Vielleicht die Beine. So eine Biene hat ja 6 Beine. Und dann können wir die ersetzen. Ich hätte auch gern irgendwas mit dem Schwert gemacht. Also hier hat es kein Schwert, aber ich glaube, man muss da einfach nur die Schwerttextur ändern. Und dann hat es die Biene auch. Und ja, vielleicht machen wir noch Arme. Mal schauen. Aber zuerst die Flügel. Boah, das ist geil. Okay, dann haben wir das schon mal. Okay, ich würde sagen, wir machen erstmal alle Beine weg von der. Und dann ersetzen wir die. Okay, was wollen wir noch adden? So eine Vex hat ja, die hat ja auch so ein Schwert in der Hand immer. Das Problem ist, das ist halt Bestandteil von der Vex und nicht von der Biene. Wie machen wir das? Und vor allem, die hat keine Hände. Das ergibt gar keinen Sinn. Statt Stachel ein Eisenschwert. Insane, kranke Idee. Pam. Okay, nice. Boah, ich glaube, das passt. Okay, okay. Dann lass mal den Übergang jetzt hier machen von den Beinen zum Braun. Okay, machen wir erstmal so grob eine Vorlage. So in etwa. So, geil. Ich glaube, das ist ein geiler Übergang. Das ist so perfekt. Da haben wir ihn auch in-game, die Bienen wächst. Sehr geil mit den Flügeln, dass das so funktioniert hat. Auch wenn die jetzt nicht so viel Sinn ergeben, weil die so flattern. Eine Biene flattert irgendwie anders. Das mit dem Stachel, auch eine sehr geile Idee, die ich aus dem Chat bekommen habe bei mir. Dass das Schwert, der wächst, praktisch der Stachel ist. Und die Beine funktionieren auch super. Schöner Übergang in der Textur. Da muss ich mich mal selber kurz loben. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal an, wie die Fähigkeit aussieht, der Endermite bei dem Mob. Okay, hier haben wir die Biene. Ihr seht schon, sie kann sich teleportieren und wirft so Widderrosen. Da hat Miraclix sich so überlegt, ja, eine Biene hat viel mit Blumen zu tun, deswegen macht es Sinn, dass die halt so Blumen wirft, die auch so Schaden machen. Wir fighten mal gegen sie. Ja, sie greift halt wie halt so eine normale Biene an, aber stirbt halt nicht nach einem Angriff, das ist cool. Sie kann sich so teleportieren. Ja, und da ist sie auch schon tot. Aber sie kann Blumen werfen, das ist cool. Und sie stirbt nicht direkt. Und sie kann sich TPen, das ist ein sehr cooles Feature, was sie von der Endermite bekommen hat. So, und der dritte Mob wird erstellt, bestehend aus. Ach, Glück gehabt. Ein Skelett. Okay, dann holen wir uns jetzt mal den zweiten Mob raus, mit dem das Skelett kombiniert wird. Und es ist ein... Nein. Ey, ein Ravager. Richtig cool. Geil. Coole Kombination. Das wird am Ende so schlimm aussehen, aber okay. Aber was für eine Fähigkeit bekommt unser Skelett-Ravager denn?
Ah, natürlich die von einem Lama, okay. Dann wird das Skelett also die Gegend verwüsten, indem es alles anspuckt. Perfekt. Okay, der nächste Mob, den wir machen werden, ist ein Skelett. Das ist die Basis und zudem adden wir ein paar Features von dem Ravager, zum Beispiel Hörner, Nase, so Körper, irgendwas in die Richtung. Und dann texturieren wir den Typ noch ein bisschen um und dann haben wir hoffentlich eine coole Kombination aus den beiden. Okay, zuerst übernehmen wir einmal die Hörner. Pam. Die sollten nun gleich sein. So, als nächstes holen wir uns noch die Nase von dem Vieh. Also die ist natürlich auch ganz wichtig. Pam. Wo machen wir die hin? Passt das so? Ich glaube schon. Ich glaube, ich würde sogar noch den Körper anpassen, dass wir den hier ersetzen durch irgendein Teil, was dort in dem steckt. Was hat denn der Ravager für ein cooles Körperteil, was wir klauen können? Ihn hier? Nehmen wir ihn. Okay, der kommt jetzt hier rein. Wir machen den ein bisschen kleiner. So ungefähr. Perfekt. Er sieht wunderschön aus. Okay, ich glaube, der sieht gut aus. Jetzt machen wir noch eine geile Textur hier draus. So, das ist jetzt der Körper. Bisschen umgeändert, damit man die Arme noch sieht, aber das ist okay. Als nächstes machen wir die Nase und dann noch die Hörner. So, dann holen wir uns mal die lange Nase von ihm. So, da haben wir sie. Sehr schön. Wir können auch gleich mal die Augenbraue mitnehmen. Das ist auch ganz wichtig immer, wenn es eine Monobraue gibt, muss man die immer übernehmen. So, okay, als nächstes die Hörner. Das sollten die hier sein. Pam. Hey, ich bin sehr zufrieden damit. Ist ein starker Mob. Eine gute Kombination. Ravager, Skelett. Ist stark. Okay, schauen wir uns mal das Skelett an in Kombination mit Ravager. Da ist er. Ja, ist interessant. Ich finde, da fitte die Kombination einfach. Irgendwie diese Hörner, diese Nase, so farblich gesehen, passt sehr gut zusammen, finde ich. Und die Fähigkeiten von ihm sind auch sehr geil, denn dieser Mob hat die Fähigkeiten eines Lamas. Und was der genau macht, das schauen wir uns jetzt an. Okay, da haben wir ihn. Und ihr seht schon, er spuckt mich die ganze Zeit an. Weil das macht halt ein Lama. Okay, und er muss mich nicht mal anschauen dafür. Das ist interessant. Hallo? Jo, hä? Digga, wie viel? Wo will er denn hin, hä? Okay, das... Okay, wir holen uns einfach mal noch einen. Ja, also er spuckt halt und das Coole an dem ist halt noch, wir können zusätzlich noch wie auf einem richtigen Lama auch reiten. Pass auf, dafür holen wir uns mal schnell einen Bone, weil damit können wir ihn halt so reiten. Wir können uns draufsetzen, pam. Und wenn wir den Knochen da enthalten, können wir auf ihm so reiten die ganze Zeit. Und das ist cool, weil er schnell ist. Sieht ein bisschen verbuggt aus, aber darauf achten wir jetzt einfach mal nicht. Und das ist ziemlich cool, dass man auf ihm reiten kann. Und er spuckt einen die ganze Zeit an, darauf stehe ich auch. Okay, die nächste Mob-Kombination wird basieren auf zum einen... Oh, zum einen auf einem Schneegolem. Und dieser Schneegolem wird kombiniert mit... Ui, einem Guardian? Oh, ganz knapp, aber es ist noch ein Guardian geworden. Gute Kombination, finde ich. Und die setzen wir jetzt noch ein bisschen mal um. Okay, fehlt jetzt nur noch die Fähigkeit von diesem Guardian-Schneegolem. Und die Fähigkeit kommt von einem... Oh, von einer Schalker. Okay, interessant. Ich glaube, ich stelle mir sowas vor, wie dass der Golem sich nicht bewegen kann. Der steht einfach nur da und der schießt halt diese Schalker-Dinger, was auch immer, die einen so hochfliegen lassen. Und wenn man ihn hittet, dann tippiert er sich weg, aber kann sich trotzdem nicht weiter bewegen. Okay, kommen wir zum nächsten Mob. Der wird bestehen aus einem Schneegolem und einem Guardian. Das ist ziemlich geil, weil ihr seht bei der Form von dem Guardian ja schon, das ist so rundlich. Und hier so ein Schneemann besteht ja auch aus Kugeln, mehr oder weniger. Und ich glaube, da kann man eine geile Kombination draus machen. Ey, wunderschön, jetzt haben wir einfach... den halben Guardian so als Schneekugel. Das ist geil. Die Arme sind halt ein bisschen scuffed. Ich glaube, ich würde gerne die Arme nach oben versetzen oder den ganzen Typen nach oben. Ja, ich glaube, wir machen das Auge weg und dafür machen wir das Auge hier oben rein. Okay, okay, aber lass uns kurz mal um die Arme kümmern. So, okay, jetzt haben wir hier den Arm. Ich hoffe, der funktioniert, wie er funktionieren soll. Okay, lass mal als nächstes das Auge machen. Das sieht ziemlich sassy aus, wenn ihr versteht, was ich meine. Armungus. Ich würde sagen, wir übernehmen hier noch die Augenbraue, so wie immer. Das ist wichtig. Und wir übernehmen auch noch die Pupille von ihm. Oder was auch immer das ist. Ich habe in Bio nicht aufgepasst. Pam. Das sieht sehr gut aus, meiner Meinung nach. Dann machen wir hier unten jetzt noch das Auge weg. Was können wir noch übernehmen? Den Schwanz. Ich hätte gern diese Flosse oben drauf auf den Kopf. Und einer, der dem Fuchs große Konkurrenz machen könnte in Sachen Design. Dem Schneegolem Guardian Mix. Wir setzen ihm mal den Pumpkin ab. Pam. Da ist er. Er ist echt geil, weil Guardian und Schneegolem, weiß nicht, passen einfach so zusammen. Die konnte man echt gut kombinieren. Er hat eine geile Frisur, geiles Auge. Einfach alles fittet an dem. Sieht ultra clean aus. Und er hat natürlich auch eine besondere Fähigkeit, die wir uns jetzt anschauen werden. Ihr seht schon, er schießt sehr schnell diese Schalker-Projektile, denn er hat halt die Fähigkeiten von einem Schalker. Das sind halt eigentlich Schneebälle, weil Schneebälle
Golems verschießen Schneebälle, aber anstelle Schneebälle sind es halt diese Projektile von Schalkern. Deswegen sind die sehr schnell und ja, sehr viele. Und ansonsten bewegt er sich halt nicht von Fleck, weil Schalker sie ja auch nicht irgendwie weglaufen können. Aber ja, mit der Zeit, je länger ich mich halt hier bewege, desto mehr Dinger fliegen halt hier rum und das ist nicht so cool, wenn man gegen die fighten müsste. Wir probieren es einfach mal. Ja, ich komme basically eigentlich gar nicht an ihn ran, aber das ist cool an ihm. Ich mag ihn irgendwie, auch wenn es sehr chaotisch aussieht. So, kommen wir jetzt zum fünften und damit letzten Mob, den wir erstellen werden. Oh, ein Maultier, okay. Sehr interessant. Mit was kombinieren wir den? Okay. Alles klar, das Creeper-Maultier also. Okay, wir drehen für dieses Video ein letztes Mal das Glücksrad für die Fähigkeit des letzten Mobs. Aber wenn ihr das cool findet und nochmal sehen wollt oder in irgendeiner anderen Variante, schreibt mir gerne Ideen in die Kommentare, was man noch so mit dem Glücksrad machen könnte. Und lasst unbedingt ein Like und ein Abo da, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Aber jetzt drehen wir erstmal das Rad für die letzte Fähigkeit. Ja, okay, nee, gar kein Problem. So ein Maultier, was aber auch ein bisschen Creeper ist und so wieder Köpfe schießt. Perfekt. Absolut super Idee. Okay, die nächste Mob-Kombi, die wir machen werden, ist ein Maultier kombiniert mit einem Creeper. Hier packen wir die ganzen Creeper-Elemente, so zum Beispiel, ja gut, eigentlich besteht so ein Creeper nur aus Kopf, Körper und halt Beinen. Aber ich glaube, wir werden die Beine richtig gut ausnutzen. Die packen wir unter den Mule. Und dann machen wir irgendwie noch was Cooles mit dem Kopf. Mal schauen. Okay, ich glaube, wir entfernen einfach erstmal die Beine, weil die brauchen wir nicht. Dann holen wir die Legs einfach. Okay, pam. Dann kommst du hier drauf. Das hat schon mal funktioniert, das ist sehr gut. Dann wirst du ein bisschen nach oben bewegt. Ich glaube, wir sollten die Beine auch so zusammen machen wie beim Creeper. Okay. Geil. Der kommt nach unten. Ja, Sattel kommt auch runter. Chest nach unten. Schwanz nach unten. Lass Hals so. Wollen wir den Hals so lassen? Ich würde halt den Kopf komplett ersetzen durch Creeper-Kopf auf jeden Fall. Ne, wenn er sagt, dass wir den Hals so lassen sollen, dann lassen wir den so. Okay, der Head, der wird auch entfernt. Palm, Mouth, wer braucht es? Wir brauchen nur den Head. Du kommst hier rein, dann kopieren wir mal den Kopf. Boah, was sagt er bis jetzt? Das entwickelt sich doch in eine ganz falsche Richtung hier. Das ist perfekt. Okay, dann fuppen wir uns mal hier den Körper von ihm. Copy und... Palm, da ist er. Dann muss jetzt nur noch nach oben verschoben werden und wir sind ein großes Stück weiter. Er sieht so geil aus. Ich würde halt jetzt hier als nächstes die Kisten halt ein bisschen so zu TNT umfunktionieren. Ja, das ist das, was wir noch machen werden. Okay, machen wir das erstmal einfach rot. Ich glaube, das ist eine gute Idee hier. Sehr schön. Ja, das passt so. Können wir hier noch ein bisschen so das runterhängen lassen. Oh, eins fehlt noch. Wir sollten noch hier dieses Weiße drum machen. Ich glaube, dann checkt man mehr, dass das so TNT sein soll. Also natürlich noch mehr als jetzt schon. Oh ja, das sieht gut aus. Ja, das sieht sehr geil aus. Wir lassen das so. Okay, dann haben wir jetzt TNT an den Seiten. Sobald wir halt Kisten an das Ding dranhängen. Wir haben Creeper-Kopf, Creeper-Hals, Creeper-Füße. Mehr gibt halt so ein Creeper halt auch nicht her. Der besteht halt nicht aus so vielen Teilen. Aber ich glaube, dafür haben wir ganz schön viel geschafft eigentlich. Dann machen wir hier noch so Ausläufer in das Fell rein, würde ich jetzt sagen. Jetzt machen wir ein bisschen manuell die Übergänge. Huch, was war das hier? Main. Die haben noch eine Mähne. Das ist ja interessant. Warum wusste ich davon nichts? Wollen wir dem noch eine Mähne geben? Ah, geil. Jetzt hat das Vieh noch eine Mähne bekommen. Warum auch immer. Aber es hat jetzt einfach eine. Aber jetzt machen wir erstmal mit dem Übergang weiter. Okay, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Okay, ich glaube, das sieht geil aus. Und unten machen wir einfach nichts, weil juckt. Der Maultier-Creeper. Ich muss sagen, wir haben das gut gerettet auf jeden Fall. Mit dem Übergang hier. Die Ohren sollen zwar nicht so sein, aber es ist cool, dass sie irgendwie anders aussehen als beim Original-Mule. Auch hier der Übergang vom Creeper zum Mule. Sehr schön gemacht. Und ja, die Beine, ne, sind halt Creeper-Beine. Aber das Wichtigste müssen wir uns noch anschauen, nämlich die Fähigkeit. Denn diese Mob-Kombination hat noch die Fähigkeit eines Widders und wie die aussieht, das schauen wir uns jetzt an. Okay, also der kann fliegen und der schießt so Widderköpfe, ne, was halt so ein Widder macht. Ganz normal. Wir können uns auch auf den draufsetzen, was ziemlich cool ist. Und ja, der ist auch ziemlich stark. Wenn wir ihn fighten, dann wirft er halt weiter seine Widderköpfe auf uns und die explodieren auch schön. Und es gibt noch ein Feature, was er noch nicht gemacht hat. Oh, jetzt kommt's. Er wirft auch noch TNT, weil er ist halt ein Creeper. Und ich finde, das ist schon eine krasse Kombination. Ist stark, muss ich sagen. Ist stark. Man erkennt auf jeden Fall den Widder im
Maultier. Das ist ganz nice. Aber ich muss sagen, auch wenn ich nicht ganz verstehe, warum die einfach immer weiter nach oben fliegen, ist das bis jetzt von den Fähigkeiten her, glaube ich, mein liebster Mob. Vom Aussehen ist es der Fuchs, aber von den Fähigkeiten ist es er hier. Okay, Norris wollte von mir noch eine eigene Mob-Kombination haben aus einer Place und einem Esel für sein eigenes Video. Da wollte er für das Vieh eine eigene Fähigkeit coden und ich bin halt für das Model noch zuständig. Deswegen werden wir die noch erstellen, diese Kombination. Und bei Norris im Video, das ihr heute auch noch sehen werdet, da könnt ihr sehen, was ihr draus gemacht habt. Okay, was übernehmen wir von dem Esel? Die Ohren, Schwanz ist geil, Schnauze vielleicht, Beine können wir adden. Lass uns mal die Ohren nehmen. Das ist cute. Okay, dann würde ich noch gern diese Schnauze haben. So, wie sieht das aus? Bisschen verstörend, aber das ist okay. Das passt schon. Vielleicht müssen wir den 1 nach oben setzen und die Augen dafür von der Place nach oben. Das wäre eine Idee. So, jetzt passt das auch. Sieht eher aus wie ein Hase, stimmt. Wir müssen noch irgendwas Eselhaftes da reinbringen. Wie sieht es mit dem Schwanz aus? Ich würde sagen, wir packen den hinten an den Kopf dran. So ungefähr. Oh ja, das hat was. Ist halt jetzt mehr so Mähne als Schwanz, aber das fällt eh nicht auf. Sattel auf Kopf. Ja, gute Idee. Boah, wie satisfying wäre es, wenn der perfekt auf den Blaze-Kopf passen würde? Ja, tut er wahrscheinlich nicht. Obwohl, maybe. So, was passiert jetzt mit dem Sattel, wenn wir den nach unten sliden lassen? Er sitzt fast perfekt. Das ist so dumm, aber es sieht doch geil aus irgendwie. At this point ist eh alles verloren bei dem Mob. Irgendwas fehlt noch, aber ich weiß nicht was. Vielleicht müssen wir einfach nur die Rods einfach umtexturieren. Ich glaube, das ist es. Ja, das ist geil, das ist geil. Das hat noch gefehlt. Machen wir noch das hier oben drauf. Und wir haben eine geile Place-Esel-Mob-Fusion. Die ist echt cool. Die können wir North so abgeben. Das ist geil. Okay, wir schauen uns jetzt noch das Place-Esel-Fusionsding an, was ich für North gemacht habe. Ist nicht schlecht. Also ich bin ehrlich, dafür, dass ich das jetzt so schnell mal für ihn gemacht habe, ist echt nicht bad. Und was dieser Mob kann, das seht ihr bei North im Video, was heute angekommen ist. Also schaut unbedingt bei ihm vorbei, was er daraus noch macht. Okay, hier seht ihr jetzt nochmal alle Mobs, die ich gemacht habe. Mein Favorit ist auf jeden Fall der Fuchs, aber auch der Schneemann ist sehr cool geworden. Das Texture Pack zu diesen ganzen Mobs und zu den Mobs aus dem letzten Video bekommt ihr in meinem Discord. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn ihr auch noch zusätzlich das Plugin für diese Fähigkeiten von den 5 Mobs hier bekommen wollt, dazu müsst ihr auf den Discord von Miraculix, der das gecodet hat. Sein Discord ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und was mit diesem Place Esel passiert, das müsst ihr jetzt bei Norris noch im Video nachschauen. Das auf jeden Fall ein Abo da, wenn du dieses Format feierst und ich mehr davon machen soll. Und bei 20.000 Likes erstelle ich Wunschmobs von verschiedenen YouTubern.